Heute erklären wir euch den Imperialismus. Der Begriff Imperialismus leitet sich aus dem lateinischen Imperare ab und bedeutet so viel wie herrschen. Mit dem Imperialismus kann das Zeitalter zwischen etwa 1870 bis 1914 gemeint sein oder die Machterweiterung von Ländern. Die Europäer fühlten sich durch die Industrialisierung gegenüber anderen Völkern überlegen und begründeten dies mit der Evolutionstheorie von Charles Darwin. Entweder besetzten die Europäer ein Gebiet militärisch und unterwarfen die Einheimischen oder ließen den König oder Häuptling am Amt und zwangen ihn zur Zusammenarbeit. Nach der Besetzung versuchten die Kolonialherren durch Import und Export das Land von ihnen abhängig zu machen. Die Europäer importierten Alkohol in das Land, den sie gemacht hatten, und exportierten dafür Rohstoffe wie Gold oder Metall in das eigene Land. Sie unterdrückten die Einheimischen und zwangen sie, so zu werden wie sie. Sie verbreiteten beispielsweise das Christentum oder die europäischen Sprachen. Die Europäer sahen darin eine gute Sache, denn schließlich brachten sie den Einheimischen ihrer Meinung nach Fortschritt bei und lehrten sie, an den richtigen Gott zu glauben. Und das alles nur, weil die Europäer erstens Rohstoffe und Absatzmärkte gewinnen wollten und zweitens sich politisch, kulturell und wirtschaftlich ausdehnen wollten. Im August 1884 nahmen deutsche Marinesoldaten ein Territorium in Besitz, das später Deutsch-Südwestafrika hieß. Ende 19. Jahrhundert wird Afrika an der Kongo-Konferenz unter den Europäern aufgeteilt. Das Deutsche Reich erhält Togo, Kamerun, Deutsch-Ostafrika und Deutsch-Südwestafrika. Am Anfang kommen nur wenige Deutsche in die Kolonien. Sie müssen sich mit den Einheimischen auseinandersetzen. Die Deutschen beuten die Einheimischen regelrecht aus. Sie nehmen ihnen ihr Land und Vieh, binden sie an Verträge, kurz gesagt hauen sie sie übers Ohr. Im Januar 1904 erheben sich die Herero gegen die Deutschen, doch deutsche Soldaten schlagen den Aufstand brutal nieder und es sterben 10.000 Herero. Noch heute streben einige Länder nach Macht. Inzwischen geht es den Staaten jedoch eher um wirtschaftlichen und politischen Einfluss, als um die Ausdehnung der Staatsgebiete. Beispielsweise die USA mit ihren zahlreichen Kriegen in Libyen, Irak, Syrien, Russland mit Afghanistan und der Krim oder China mit ihrer Politik im Südchinesischen Meer.